Willkommen zu unserem Vortrag über die Amphibien. Amphibien sind Wirbeltiere. Es gibt zwei verschiedene Gruppen. Die Schwanzlurche, zu dem gehören Salamander und Molche. Und die Froschlurche, zu dem gehören Frösche und Unken. Amphibien können an Land und im Wasser leben. Wenn sie aber noch klein sind, können sie nur im Wasser leben, weil dann haben sie erst ihre Kiemen. Wenn sie dann größer werden, bekommen sie dann auch ihre Lungen über und können somit an Land und im Wasser leben. Die Amphibien sind nach den Fischen entstanden und vor den Reptilien entstanden. Die Amphibien sind wechselwarme Tiere. Wechselwarm bedeutet, dass wenn es kalt ist, dass sie auch kalt sind und wie starr. Also sie können sich nicht so gut bewegen. Wenn es warm ist, sind sie auch warm, weil sie sind immer gleich warm mit der Temperatur. Sie haben meistens vier Beine. Sie werden ca. 1 cm und ein paar werden auch bis zu fast 2 Meter lang. Ihre Haut ist nackt und feucht und mit einer Schleimschicht überzogen. Fast alle Amphibien haben eine giftige Haut. Damit schützen sie ihre Haut von Bakterien. Amphibien trinken nicht, sondern nehmen das Wasser durch die Haut auf. Axolotl. Das Besondere an den Axolotln ist, dass sie nie erwachsen werden, sondern ihr gesamtes Leben im kiemenatmenden Larvenstadium verbringen. Das Besondere auch noch an den Axolotln ist, man kann einen kleinen Teil abschneiden, aber man darf nicht zu viel abschneiden, sonst stirbt er. Das größte Amphibien ist der japanische Riesensalamander. Er wird bis zu 1,5 Meter lang. Diesen japanischen Riesensalamander gibt es noch heute. Es gibt in der Schweiz schon ein paar Amphibienarten. Zum Beispiel die Kreuzkröte, der Alpensalamander, der Moorfrosch, der Bergmolch. Den haben wir hier. Und der Grasfrosch, den haben wir auch hier. Und die Wechselkröte. Wir haben ein Foto von ihr. Das war unser Video über Amphibien.